Hallo und ein herzliches Willkommen zurück im Resort. Im letzten Part haben wir aufgeräumt. Wir haben ganz viel aufgeräumt und eigentlich ja alles sogar verräumt. Sogar die Endertruhe ist leer. Also ich muss sagen, das ist wirklich toll. Ich würde ganz gerne jetzt einmal lossprinten. Hallo. Und gucken, was in unserer Dekotruhe nun drin ist für die Scheune. Und ich glaube, wir könnten auch die Schaffakten mal aufhängen und vorlesen. Und dann kann man nochmal schauen, ob wir eventuell noch ein paar andere Fakten finden. Hallo, alle noch da? Ja, alle da. Warte mal, Smaragd. Wo ist Smaragd? Ach, der hockt noch im Boot. Hallo, Smaragd, ich hab dich vergessen. Oh Mann, ich hab ihn vergessen. Ich geb's ja zu. Ich hab's tatsächlich vergessen, ihn da rauszuholen. Muss ich nochmal machen. Ich suche im Moment noch eine Lösung, das Ganze hinzubekommen, dass sie sich da nicht reinporten können. Denn, wie ihr wisst, habe ich das Ding ja mit Barriers zugebaut, weil wir das Problem ja schon mal hatten. Ich glaube, dass, was letztes Mal auch Smaragd, der da drinnen gehockt ist. Ich weiß gar nicht, welches Tier da das letzte Mal in dem Ding drinnen war. Auf jeden Fall hatte ich da ja schon Barriers umzugemacht, sodass eigentlich gar kein Tier mehr in diese Ecke kommt. Aber das reicht eigentlich wahrscheinlich, wenn die sich da reinporten, dann reicht diese eine Höhe, die da frei ist, um eben in diesem blöden Boot festzuhocken. Und da kommen die auch von alleine nicht mehr raus, ne? Ja, muss ich mal schauen. Ich bin am Überlegen, wie ich das Ganze löse. Zur Not, wenn es ganz, ganz doof läuft und dieses Boot da wirklich nervig ist, dann packe ich es weg. Ich weiß, dass es in der Dekotruhe war und es sollte eigentlich auch mit ins Gehege. Aber vielleicht packe ich das sonst einfach in den Rahmen. Dann ist es auch da, ne? Und macht aber keinen Ärger. Ne, Bell? So, ja. Okay, so, die Dekotruhe. Mirko ist auch da, der sitzt hier drin. Haben wir hier. Wir haben einen Teppich, Kornblume, Blumentopf, einen Früchtekorb, einen Kuchen, eine Kasse und ein, ein Moneybag, also ein Geldsack. Ja, das haben wir bis jetzt. Also wenn ihr da noch Ideen habt, dürft ihr das gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Für die Dekokiste hier für unsere Scheune. Noch ist sie ja nicht fertig, da können wir ruhig noch ein bisschen Deko sammeln. So, Mirko. Schaffakten, genau. Das machen wir jetzt auch noch eben. Hängen eben die Schaffakten auf. Und dann würde ich sagen, machen wir an unserer Scheune ein bisschen weiter. So, muss ich mal kurz den Game Mode wechseln, sonst funktioniert das Ganze hier ja nicht. Ne? Ich kopiere die mal eben raus. So. Genau. Dann machen wir das Ganze so. So, also der erste Fakt ist von Lizzie Marie. Und sie schreibt, Schafe gehören zu den Nutztieren. Dann haben wir von es gibt ca. 58 verschiedene Rassen von Schafen. Auch von Lizzie Marie. Deswegen wurde der Name nicht angezeigt. So, von Dragon Girl. Die Hissar-Schaf-Rasse gibt ein Schurgewicht von 5 bis 2 Kilo im Jahr. Also ich denke, man sollte von 2 bis 5 Kilo heißen. Da habe ich nicht aufgepasst. Dann haben wir hier von Kuschelhase. Die Haut passt sich an die Fellfarbe an. Hell? Dunkel. Der Fakt war sehr lang, deswegen musste ich den umschreiben, einkürzen. Also die Haut passt sich der Fellfarbe an in Form von bei weißem Fell ist die Haut rosa, hell, ne? Also weiß, rosa, so in die Richtung. Und bei dunklen Schafen ist die Haut eben dementsprechend dunkel, also eben schwarz oder auch grau. So, dann machen wir hier die Schilder weg, ohne meine Werkzeuge kaputt zu machen. Dann geht es weiter wieder mit einem Fakt von Lizzie Marie. Schafe fressen Weidepflanzen, wie zum Beispiel Gras, Heu oder Klee. Und ein Fakt von Wusimu. Ein männliches Schaf nennt man Bock oder Widder.
Und dann haben wir hier, müsste nochmal vom Wusimu sein. Ja. Das weibliche Schaf heißt Mutterschaf, Aue oder Zippe. Und von Max LPs. Die Lebensdauer liegt bei 10 bis 12 Jahren. Jawohl. Okay. Super. Also wenn ihr noch Schaffakten wisst, jetzt denkt ihr, da fehlt noch was. Wir haben noch Platz, ich glaube, für 6 Fakten. Also da dürft ihr nochmal ordentlich Fakten in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, hängen wir das dann demnächst im Schafgehege auf. Und dann jetzt zum 1. April gibt es dann wieder ein neues Tier des Monats. Also wenn euch noch was einfällt, dürft ihr es gerne noch dazu schreiben. So, ach genau, im Kreativ was essen, ja, das ist nicht so schlau. So, wir haben die Dekokiste angeguckt, wir haben die Fakten gemacht und ja, nun steht ja an, irgendwas hier zu machen, ne? Also ich würde hier gerne so ein bisschen weitermachen, allerdings muss ich gestehen, dass ich momentan ein wenig kreatives Loch habe. Ich habe keine Ahnung, was ich hier aus der Scheune machen soll. Die Tische gefallen mir nicht. Auch mit den Gerüsten. Wir haben jetzt ja die Möglichkeit, Gerüste zu nehmen. Wir haben ja den Bambus. Das ist ja überhaupt gar kein Thema. Aber ich würde die Tische wirklich unglaublich gerne so zumindest ein kleines Stückchen dekorieren und decken. Und da bleibt uns eigentlich nicht viel. Also wenn wir Zäune nehmen und Teppich oben drauf packen, dann können wir nichts mehr auf die Tische stellen. Wenn wir Gerüste nehmen, müssen wir Zäune oben drauf packen, weil es sonst wirklich einfach nur total kacke aussieht. Ja, und das Gleiche haben wir bei den Kolben natürlich auch, ne? Also die Sticky-Pistons sehen natürlich durch den grünen Fleck aus wie, ja, wie soll ich das sagen, wie, als wenn jemandem schlecht geworden ist, ne? Ja, und die anderen, ich weiß gar nicht, haben wir einen normalen hier? Einen normalen Pisten? Ne, haben wir nicht hier, ne? Die sehen aber auch nicht wirklich schön aus und, ja, und ich überlege natürlich die ganze Zeit, was soll ich jetzt hier machen? Das, was man natürlich gut machen kann, ist das mit Treppen lösen. Ja, dass man da einfach Tische mit Treppen baut und dann Stühle umzumacht. Und dann kann man eben auch ein paar Tischsets hinlegen zum Beispiel. Man könnte Rahmen auf den hinpacken und Zeug da reinpacken. Also da hat man dann auf jeden Fall viel Möglichkeiten. Ich würde sagen, wir probieren das einfach mal aus und schauen mal, was da so bei rumkommt. Und wenn wir hängen, wenn das irgendwie nichts wird, dann gehen wir erstmal irgendwie weiter, vielleicht zu den Eisbären und schauen mal, dass wir da das Gehege ein wenig erweitern. So. Jetzt schauen wir mal. Also, hier müsste ja ein relativ kleiner Tisch hin, wegen dem Aufgang zu den Toiletten. Ist dann bestimmt auch ein toller Platz hier. Ne? Oder wir machen da eine Kinderspielecke hin oder so. Wir haben hier ja die Tierversorgungssachen unter der Treppe. Vielleicht kann man da einen kleinen Kinderaufenthaltsbereich machen. Und wir machen hier die Tische hin. Ja, ich würde aber sagen, wir schlafen dann gleich erstmal. Also man könnte hier so einen Vierertisch machen. Das ginge. Hier könnte man dann einen etwas größeren hin tun. Aber erstmal schlafen. Okay. So. Wir stellen jetzt hier mal die Treppen verkehrt rum hin. Die Frage ist jetzt. Ja, die Frage, die sich jetzt stellt, ist: Machen wir das so? So, ja. Sieht dann, finde ich, immer von der Seite recht nett aus, ja. So. Wenn man einen Abstand hat, aber so, wenn man so wenig Platz hat, ist das, glaube ich, eher nicht so schön. Ich glaube, da würde ich das dann doch eher so machen.
So. Ja, ich denke, so kann man das nehmen. Ja, ich habe letztens auch gesehen, boah, ich weiß gar nicht, wo das war, irgendwo auf YouTube. Ich kann es nicht mehr sagen, weiß ich nicht. Das war ein Thumbnail auch eigentlich nur gewesen. Da hat jemand total coole Stühle gebaut mit den, na, Gerüsten und sowas. Also hat mir wirklich gut gefallen. Aber das ist für hier einfach viel zu groß, die Sachen. Das wurde doch gerade einen Tacken dunkler, oder bilde ich mir das ein? Bilde ich mir ein. So, und hier könnte man dann jetzt eben entweder hier über die Teppiche Tischsets machen, die ich jetzt aber nicht so wirklich toll finde, sondern wir nehmen mal die Rahmen. Wir, drei Stück haben wir noch. Und gucken mal. Also, ne? Hier könnte man dann eben so als Platz Dingsen Rahmen hinmachen. Ja, was wir da reinmachen, ja, da kann man ja mal schauen, ne? Vielleicht findet man da ja irgendwas Nettes irgendwie. So, mal gucken. Schön wäre es natürlich gewesen, ein etwas noch, also einen noch größeren Tisch zu haben, weil dann hätte man hier in der Mitte etwas draufstellen können, so dekomäßig. Aber ich denke, wir belassen das erstmal bei den Rahmen. Guck mal eben. Leder habe ich doch hier gehabt, ne? Ja. Genau. Und Stickies, aber Sticks. Oh, entschuldige, Mirko. Aber ich hab dich gar nicht gehauen, ne? Ich hab dich nur aufstehen lassen. Und zack, bist du auf der Kiste. Nein, meine Kiste. Bleib's unten. Da haben wir welche. Nicht viele, die reichen nicht. Da müssen wir welche machen. So. Das soll erstmal reichen. Vier Stück haben wir. Habe ich denn was zu essen hier? Ich habe nur Kartoffeln dabei, ne? Sonst habe ich hier so überhaupt nichts hier. Eine Wasserflasche können wir nochmal vielleicht testen, wie das aussieht. Da gab es auch einen Kommentar zu. Und zwar die Rahmen doch irgendwie hier so hinzulegen, irgendwo auf Regale und da die Flaschen reinzupacken. Fand ich auch eine gute Idee. Kann man auch nochmal ausprobieren. So, hier, da kann man nämlich schön Kartoffeln irgendwie reinpacken. Also hier gibt es Kartoffeln an dem Tisch. Und der daneben kriegt nur Wasser. Da gibt es nur Wasser. Gibt es nichts anderes dazu. Ja, also so könnte man natürlich so ein bisschen die Tische dekorieren mit Essen und Trinken. Ja. Also das wäre dann schon möglich. Ach komm. Der Tisch hier ist einfach mal Kartoffeln. Die sind im Angebot. So. Okay. Also, so würde ich jetzt erstmal die Tische nehmen. Ich denke, das ist okay. Ja, ganz sicher bin ich mir da nicht. Aber ich würde es wirklich ungern irgendwie auf, na, auf Dings machen. Auf Zäune oder so. Wir brauchen mal Licht. Wir brauchen hier wirklich noch mal dringend Licht drinne. Habe ich noch Laternen irgendwo oder muss ich welche machen? Ich sehe jetzt keine. Dann machen wir welche. Nuggets habe ich auch keine. Nein. Nein, Nuggets habe ich auch keine. Okay. Aber Fackeln habe ich da. So. Genau. Die weiß ich jetzt mittlerweile auswendig. Das ist doch schon mal gut. Da. Genau. Haben wir dann nämlich Laternen. Das passt. Das ist damit symmetrisch. Alles wunderbar. Okay. Hier könnte man auch noch eine hinhängen. Eine Laterne. Da, passt wunderbar. Da können wir dann auch noch eine hinhängen. Dann haben wir hier nämlich schon mal ja einiges an Licht drin. Ich weiß nicht, ob es reicht, ob es wirklich ausreicht, wenn es hier richtig dunkel ist, weil hier ist schon noch sehr dunkel hier, ne? Also hier könnte man schon auch noch Licht vertragen.
Aber da fehlt ja auch eine Laterne. Warum hängt denn hier keine? Da hatten wir doch eine hingehangen, oder nicht? Oder nicht? Oder ja? Doch, war ich der Meinung. Habe ich die irgendwie abgemacht? Abgehauen aus Versehen oder so? Möglich. Okay, also, hängt da auf jeden Fall. Wahrscheinlich habe ich die aus Versehen irgendwie abgebaut gehabt. Dann ist hier auch, denke ich, genug Licht. Das passt dann, weil hier ist, ja, ist ein bisschen, aber es ist jetzt nicht weiter dramatisch. Okay, so, weiter im Text mit den Tischen und Stühlen. Ich würde hier ganz gerne einen etwas größeren Tisch machen, weil man einfach auch ja, mehr Leute da hat. Jetzt habe ich gerade die Idee. Aber gleich mal gucken, ob ich das umgesetzt kriege. Jetzt brauchen wir erstmal noch wieder ein paar neue Treppen. Die brauchen wir jetzt erstmal hier. So, genau. Und dann den Tisch fertig. Hier kommt eine Wand hin, ne? Also hier müsst ihr euch dann die Wand noch vorstellen. Der Tisch steht also direkt an der Wand. So, und dann könnte man, die können wir aber auch aufräumen, die Dinger. Die müssen nicht am Tisch stehen. Dings machen, Hochstühle, sowas. Also zumindest sowas in der Art. Ich weiß jetzt nicht, ob die dann wirklich toll aussehen. Ich glaube aber, wir machen das auch in Schwarzeiche. Hier. Das ist ein Kinderstuhl. Also, sieht vielleicht jetzt nicht unbedingt aus wie ein Kinderstuhl, ist aber einer. Vielleicht kann man da noch ein bisschen was Buntes mit dran machen, dass die tatsächlich ein bisschen mehr nach Kind aussehen. Habe ich hier was Buntes? Habe ich was, wo ich was Buntes draus machen kann? Löwenzahn habe ich. Mohn habe ich. Das sollte doch passen. Hier rot und gelb. Gucken wir mal, wie es aussieht. Oh Gott, ja, jetzt mach mal irgendein Muster oder sowas. Das ist, Oh, Moment mal. Ein Gesicht? ein Gesicht, ne? Also, aber das machen wir mal anders hier. Haben wir irgendwie Striche, Hochkantstriche? Ja, die gehen auch, das ist toll. Und dann machen wir ein, da auch ein. Das, das da. Guck mal, wir machen das so. Zack, ein lachendes Gesicht. Naja, nicht schön, aber wir lassen das jetzt einfach mal. Ach, finde ich irgendwie finde ich das gut. Das ist, da müsste man sich jetzt mal irgendwas raussuchen, um da irgendwie Blümchen oder sowas zu machen. Da man kann ja unglaublich viel mit diesen Zeichen machen. Also wenn ihr da irgendwas habt, was man so auf ein Schild packen könnte, so, also für unsere Hochstühle, wir haben 6 Schildchen, die dekoriert werden müssen, denn hier kommt auch noch einer hingestellt. Oder hier neben. Ich glaube, hier macht er sich besser. Also wenn ihr da Lust habt, euch da irgendwie für eine Minecraft-Schild ein cooles Motiv für Kinder auszudenken oder so, gerne in die Kommentare, würde ich mich unglaublich drüber freuen. Das ist, wäre auf jeden Fall total cool. So,
Ich würde jetzt den Part beenden. Falls ihr noch Schafffakten habt, gerne in die Kommentare. Genauso wie Zeug für unsere Dekotruhe. Hier für die Scheune. Noch sind wir nicht fertig, noch dürft ihr euch was aussuchen. Und klar, wenn ihr Bock drauf habt, hier einen Stuhl zu designen, dann auch gerne in die Kommentare. Würde ich mich unglaublich drüber freuen. Und dann würde ich sagen, vergesst nicht das Liken. Und wenn ihr wollt, dürft ihr das Video natürlich auch gerne teilen. Und dann sehen wir uns in einem anderen. Also bis denn. Ciao, ciao.